Ja, willkommen zurück zu Teil 15 meiner Tränenfieber-Hartmut-Serie. Ich bin ja immer noch hier kräftig am naja, Neueinrichten der Güterrouten, nachdem ich kürzlich da den Benz bekommen habe. Einen neuen LKW. Das ist nach wie vor nicht ganz abgeschlossen. Die unteren drei Routen, die ich hier habe, sind in die Richtung nicht ganz fertig. Ja, vor allem hier Lending, da muss ich dann gleich mal hingucken, was von meiner Hauptstadt, die auch gerade noch recht ordentliches Wachstum bekommt. Jetzt schauen wir die letzten zwei hier. Der Ersatz ist durch. Was ich jetzt noch da an der Stelle machen muss, ist diverse Fahrzeuge rausnehmen. Einfach deshalb, weil das neue Fahrzeug viel schneller ist, mehr laden kann. Und ja, deshalb brauche ich dann eben nicht mehr so viele Fahrzeuge an den Stellen. Das ist auch noch nicht so ganz abgeschlossen, da muss ich dann noch weiter hingucken, wie weit das denn passt. Ich dann hier in den passenden Stellen noch Fahrzeuge rumstehen, ja, so hat man das gedacht. Die werden dann halt verkauft. Das ist jetzt kein großes Problem, wenn man sie gerade gekauft hat, kriegt man im Prinzip die Kosten wieder zurück. Das ist einfach doch normalerweise besser, das eben über diesen Ersatz zu machen, also den automatischen. Denn die Routen nicht so durcheinander geraten und man eben auch die Einnahmen, die man da möglicherweise gerade hat, also die transportierten Güter nicht verliert. Das sollte dann mal aufgehen. Städten. Garantiert eine Schlange rumsteht. Ja, das geht. Nicht ganz so arg. Weil einer wartet und einer in Reserve, das ist an sich in Ordnung. Und als Städten hat er denn durchaus auch gerade aktuell noch ein bisschen so eine kleine Wachstumsphase, weil ich die Stadt ja gerade angebunden hatte. Naja. Ich denke, damit kann ich leben. Im Moment sammelt der nächste kommt. In Ordnung. Sind wir da schon wieder. So, jetzt muss ich aber hier noch schauen. Zum einen hat garantiert die Holzroute zu viele Fahrzeuge, ja. Heftig zu viel. Aber da die Fahrzeuge hier mehr oder weniger alle immer komplett fahren, also mit Holz hin, mit Gütern zurück, kann ich die an sich nur vernünftig verkaufen. Ja, nachdem sie ihre Güter abgeladen haben. Deswegen habe ich noch von den 5 und 3 verkaufen. Man hier sieht die 8 Güter, die die da gerade noch geladen haben. Das sind ja 20k. Die würde ich nicht einfach so wegwerfen wollen. Reichlich Güter ein. Da wird zwar auch bald von da wieder einer kommen zum Abholen, aber ich glaube, ein Fahrzeug mehr hier auf der Route macht Sinn.
So, mal weiter gucken. Wo fährt der hin? Der fährt weg. So, der kommt da, ja, auf dem Weg ist das jetzt ganz gut. So, naja, wenn ich jetzt hier mal so auf die Güter gucke, das sieht doch hervorragend schon wieder aus. Alles dick fett im grünen Bereich. Ja, Städten da noch nicht ganz so. Aber das sieht doch schon gleich viel besser aus. Was sagt das Blöden? So, naja, das war ja eine Menge jetzt an Umbauten. Aber wenn man sich jetzt hier mal die Güterrouten anguckt, wie ich sie jetzt hier habe, das erkennt man doch sofort den Benz. Der ist einfach sehr, sehr stark. Was er da auch fährt. An sich solche, na gut, das hatten wir vorhin auch schon mal, so um die 500. Das ist schon heftig. Die Straßenbahnlinien passen jetzt auch. Ah, dann muss ich den Ersatz noch einstellen. Ja, da geht, naja, bis 1950, da ist viel Luft. Ist ansonsten auch eine sehr schöne Straßenbahn. Was sagt die hier? Lass ich mal gucken. Altersmäßig in den Jahren. Naja, aber da würde ich fast sagen, da ist das Problem, dass ich hier zu viel Straßenbahn habe auf der Route. Die sind einfach nicht ausgelastet. So, und wenn das dann durch ist, dann muss ich denn jetzt mal dann noch meine Straßen überprüfen. Ja gesagt, dass der Benz mit seiner Geschwindigkeit nur nutzen kann, wenn er eben wenigstens Stufe 2 Straßen hat, also mittlere Landstraßen. Keine Stadt, ich tauche nicht die Stadt. Um 1914. Schick, schick. Okay. Dann mal gucken, wie das ist mit unseren Straßen. Bei den diversen Güterrouten. Das ist doch hier schon alles eins, sehe ich doch. Wenn ich die Straßen jetzt upgrade, werden natürlich wieder die Autos rumhopsen und wieder völlig durcheinander geraten. Aber es ist leider eben nicht zu ändern. Das spielt sich denn schon wieder ein, weil die grundsätzliche Menge, das hat man ja zuletzt doch wichtig, die habe ich ganz gut eingestellt. So. Das war immer. Den hatte ich gebaut und den hatte ich ja schon auf dem 2 gebaut. Das muss in Ordnung gehen.
ich noch Heidgraben. Auf den Bergstraßen wird das natürlich meistens eh erstmal nicht erreicht. Aber kommen ja auch bald noch andere Fahrzeuge. Mehr Leistungen, die auch noch schneller sind. Ist wohl zu knapp. Ja, das ist immer, wenn man so schräg über den Fluss geht. Wirklich nur als einer gebaut. Und dann nicht genug Platz für einen Käse. Moment. Gerade keiner drauf. Praktisch. So schräg bei der Straße angesetzt ist. Dann komme ich da oben im Moment. Okay. So, genau. Ist dann damit auch durch. Die Straße hier. Das ist eigentlich fast alles, ne? Außer meine eigene Hausstrecke. Ja, aber ich glaube, die ist schon geworden. Also nicht, zeig mal. Die hatte ich schon hier. Das ist soweit. Jetzt fällt es mir ein, wir hatten hier noch die Brücke. Und jetzt Stetten. Klein Moment.
allerdings. Oh Mann, diese Fummelei immer. So schön das ist hier mit der quasi freien Verlegung, aber in so einem Moment ist es einfach üblich. So. Sind du denn hin? Naja, das dann nicht ganz gemerkt. Naja, gut. Das wird dann jetzt auch wieder noch ein bisschen brauchen. Wie die Strecken sich erholt haben. Von meinen Belegungen. Die hat er mir auch gerade wieder gezeigt, dass ich was vergessen habe. Nämlich die Gleise zu legen. Und mir erstmal die Gebiete zu sichern. Für diese Zwecke. Gut. Was sagt er denn hier inzwischen? Königsdorf. Er sagt, ich habe inzwischen 477 Einwohner. Feine Sache. So, mal hier wieder schauen, wie das so aussieht. Wenn man hier mal guckt, bevor ich da mit meinen Straßen intensiv gerade angefangen habe, da waren wir über 3 Millionen Gewinn. Boah, das ist ja Wahnsinn. So viel habe ich ja Ewigkeiten vorher eigentlich noch nie gehabt in diesem Spiel. Wenn wir das mal beobachten, wo wir hier potenziell hinkommen können. Nämlich hier die Baukosten, die ich von über 2 Millionen hier hatte. Also 2 bis 3 Millionen dürfte ich momentan schon liegen. Mit den Roden, wenn ich da nicht groß herum investiere. Aber wie erwähnt, ist es einfach notwendig, dass man da Dinge angeht. Naja, man sieht hier schon, wo die Gewinne hergekommen sind. Und gerade was im letzten Jahr fehlte, da ist allein von der Straße rund 1 Million. Naja, 800k. Bei der Eisenbahn ging was weg, wobei das sieht mir hier eher so aus, dass da irgendwie zufällig gerade die Züge alle angekommen sind. Na, da muss man abwarten, bis es sich dann wieder ein wenig stabilisiert hat. Wenn ich da ständig eingreife in das System, dann kommt das natürlich auch etwas durcheinander. Na, die habe ich nicht so beobachtet. Nichts mehr oben, gut. Die zu die Tram, ja. Das mag ja immer noch nicht so recht. Könnte ich vielleicht auch nochmal überprüfen, tätig werden. Und vielleicht habe ich da doch einfach keine so gute Route ausgewählt. Dann habe ich hier meine Güterrouten. Ja, hier klar die reine Güterroute, die das abtransportiert. Das ist naturgemäß nicht ganz so toll.
Aber immerhin auch gut 50k. Und die anderen, naja, die haben teilweise schon wirklich gut rein. So, dann haben wir hier unsere Verbindung. Was die Bahn angeht. Ja, das ist natürlich allgemein wirklich nicht so riesig. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das schwankt in der Regel stark in Abhängigkeit davon, eben, ob eben gerade irgendwo ein Zug angekommen ist. Das ist hier zum Beispiel gleich einer, da dürfte denn er hier vielleicht mal wieder einen Stops nach oben machen. Aber auch noch nicht ins Plus. Wie sieht denn das aus hier? Verschieden würde ich sagen. Aber grundsätzlich sicher eher positiv. Das ist eben sicher grundsätzlich auch so, wenn die Städte denn wachsen und mehr Einwohner kommen, verbunden werden, dass es halt nicht von Anfang an denn richtig gut im Flussbereich. Und wenn die Güterrouten einmal laufen, dann zum Beispiel hat man ja anfangs gesehen, dann halten sie sich halbwegs. Klar, die Städte wachsen auch, aber das ist nicht so gewaltig. Aber bei den Bahnlinien ist es halt auch noch ein bisschen anders. So, und die Buslinien hier, naja, eigentlich auch nicht so sehr, wie sie das wollen. Mal gucken, ob das ein Auslastungs- oder Unterhaltsproblem ist. Ja, Auslastung würde ich sagen. Ich nehme mich da in Benjenthal noch einen Bus raus. 2, 3, naja, wobei 9, 10. Nein, insgesamt ist die Auslastung so schlecht nicht. Naja, und hier im Lending kann man eigentlich gut sehen, das ist definitiv ein Auslastungsproblem. Da verkaufe ich direkt mal ein und schaue. Naja, und hier mache ich das auch. Und schaue dann, wie sich das denn entwickelt. Naja, die 2 Millionen Gewinn für das Jahr werde ich auf jeden Fall schaffen, würde ich mal denken. Muss mal abwarten, der ist hier ja auch noch nicht wieder auf dem Maximum, was es mal war, bevor ich da den Straßen-Upgrade begonnen habe. Ich denke, das wird auch noch weiter steigen. Also in den kommenden Jahren, wenn die Routen dann wieder komplett aktiv sind. Naja, 2,5 Millionen. Gut, das ist eine vernünftige Größenordnung. Und wir auch sehen, was eben gerade aus denen geworden ist. Das gab noch sehr guten Gewinn fürs Jahr. 300k, das ist absolut in Ordnung. Lending hält sich auch. Ja, die längeren Routen, das ist beides nicht so riesig toll. Das ist nicht das ganz, wie es sein soll. Obwohl an sich, wie man hier doch sehen kann, die Auslastung relativ gut ist. Aber da ist eben einfach das Problem. Vielleicht sollte ich dann eben auch da auf Zweizugverkehr mit 48 umstellen. Da ist es halt wirklich von Bedeutung, wie Wagen man dranhängt und dass die Züge eben nicht so ausgelastet sind. Auf der anderen Seite kann man hier auch sehen, dass es durchaus auch eine Altersgeschichte ist, der Züge. Ja, wenn man hier schaut, die haben einen so, das ist für die ganze Linie, nicht mal einen einzelnen Zug. Auch schön, sehr schön sehen, wie die hier steigen. 316k Unterhalt oder eben irgendwas über 300. Und da reichen dann die Einnahmen hier nicht. Wenn ich den dagegen mal einen von denen setze. Die
Kosten sind jetzt nicht so viel höher. Aber wie man sieht, sind die Einnahmen halt hier deutlich höher. Gut, das schwankt eben immer über die Jahre, wann die ankommen. Das sind halt eben 48er, die oft auch wirklich gut ausgelastet sind, und das sind halt 40er. Da ist der Unterschied. Ich denke, beim nächsten Upgrade plus 48 mal 4 gibt die Strecke eben nicht her. Also ich habe ich da echt nur die Möglichkeit, wenn ich das verbessern will, effizientere Züge zu finden oder die Städte halt zu vergrößern. Aber wie man hier schon sieht, das ist eben nicht am Anschlag. Ein 48er Zug macht keinen Sinn. Tja, aber bei der gewaltigen Länge ist das natürlich auch so eine Geschichte, die ich hier habe. Mal gucken, wenn zum Beispiel bin ja wobei so lang, naja. Andererseits, wenn ich eben zwei Züge rausnehme aus der Strecke, dann bin ich halt bei 6 Minuten. Na gut, aber das sind eben 6 Minuten. Naja, dann will ich nochmal drüber grübeln. Ich denke, da werde ich wahrscheinlich dann doch die Zugmenge reduzieren. Einfach um da noch besser in die Gewinnzone zu kommen. Ansonsten bin ich allgemein doch recht zufrieden mit dem Stand, den ich jetzt hier gerade habe. Königsdorf wächst auch immer weiter. Und wie man an sich hier so halbwegs erkennen kann, eben nicht in die Breite. Die Häuser gehen eben doch eher in die Höhe. Sprich, werden höher und stärker, wie man eben auch sieht. 1,2 maximaler Landwert, aber das ist eben jetzt auch schon leider so, aber ist nicht ganz unnormal. Wir könnten ja theoretisch eigentlich schon bei 1,3 sein. Das schaffe ich denn hier doch nicht ganz. Na, wer weiß, vielleicht baut er hier gerade in die Richtung rum, kann alles sein. Naja, so genau kommt das auch nicht drauf an. Wie gesagt, das Wichtigste grundsätzlich ist eher, dass es eben prinzipiell eher in die Höhe wächst, nicht so in die Breite. Weil wenn ich jetzt hier rundum noch alle möglichen Einwohner hätte, dann müsste ich da auch noch für Stationen sorgen, und das will ich ja gar nicht. Die sollen schön dahin kommen, wo meine Stationen sind. Und das tun sie zumindest hier momentan eigentlich auch recht ordentlich. Gut, ja, vielen Dank dann soweit erstmal wieder für diese Runde. Bis zum nächsten Mal.